Peace, liebe Lifestyle Friends. Hier ist wieder euer Rusted Hunter. Und ja, heute bin ich mal in der Stadt und das direkt mitten auf dem Boot. Sitze ich gerade. Und natürlich nehme ich noch ein Video auf. Natürlich war ich am Anfang nervös, wo ich angefangen habe, mich hier hinzusetzen und einfach mein Ding zu machen. Warum war ich nervös? Einfach nur, weil es keiner macht. Ja? Nur, jetzt stell dir mal vor, du siehst jemand, wo hier sitzt und Video macht. Du laufst weiter. Aber du hast wieder dein eigenes Mindset. Das heißt, das interessiert dich absolut überhaupt nicht, was ich hier auf der Straße mache. Wir denken immer, wenn ihr das hier jetzt, was ich jetzt mache, machst, dass ihr weiterlauft und ihr habt so einen Gedanke die ganze Zeit, dass und die anderen haben dann so einen Gedanke, dass ihr nur den ganzen Tag nur auf euch fixiert seid. Das ist verkehrt. Die sehen euch kurz, sagen, was macht der Idiot da, auf jeden Fall. Aber die laufen weiter und haben es wieder vergessen. Ja? Natürlich ist es ungewohnt und natürlich ist es ungemütlich, das zu tun, was ich jetzt gerade mache. Aber einfach nur aus dem Grund, weil man es nie sieht oder weil das ungewohnt ist. Ja? Auf jeden Fall wollte ich euch mal mitnehmen und euch zeigen, warum oder dass ich nicht nur rede, sondern auch wirklich so weit bin, dass ich sage, ich kann relativ machen, was ich will. Auch mit meinen Gefühlen, auch mit meinem Angst, mit meinem Ego auch mal ein bisschen auseinanderzusetzen und einfach bis zu machen, was ich will. Ja, irgendwann fühlt man sich auch ganz wohl. Also ich könnte jetzt da stundenlang mit euch quatschen und mich da hinsetzen und einfach denken, scheißegal, was die anderen Leute denken. Ja. Gut, das war's aber von diesem Thema. Und wenn es euch gefallen hat und wenn ihr sagt Respekt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ja, vielleicht mache ich schon mal ein Ansatzvideo. Wenn nicht, sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Rusted Hunter. Ich bin wieder zu Hause und mein Fazit war, ich war nervös, auf jeden Fall. Das hat man auch gemerkt, so vom Sprechen und so. Aber ich muss sagen, es ging leichter und besser, als ich eigentlich gedacht habe. Ja, das war das von diesem Thema. Also jetzt nochmal zusammengefasst. Was bringt das euch? Euch vom Zuschauen her. Ersten Moment eigentlich gar nichts. Weil ihr seht es und sagt, okay, das ist ein anderer Typ und er macht andere Sachen. Aber wenn ihr euch das wirklich jetzt jeden Tag mal angucken solltet, ich meine, das macht man nicht, aber wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr guckt euch jeden Tag dieses Video an, euer Gehirn speichert es ab, dass ihr das macht. Deswegen, also erstens, auf einmal, also nur einmal zu gucken, bringt euch überhaupt nichts. Zweitens, was mir gebracht hat, in einem Bereich hat es mir nichts gebracht, aber auf den anderen Bereich erweitere ich immer meine Komfortzone. Und es ist scheißegal, ob du auf der Straße tanzt, ob du auf der Straße hinsitzt und rockst, ob du, was weiß ich, was du machst. Wenn du immer irgendwie Anspannung merkst, dann verdammt nochmal wachse, dann mach was. Weil das bringt dich und in anderen Situationen, wo du dann vielleicht Angst hast, weißt du und dein Unterbewusstsein, dass du trotzdem in Sicherheit bist. Okay? Deswegen, geh raus und setz dich auf die Straße oder shuffle ein bisschen ab, Shuffle Dance. Und diesmal war es jetzt aber wirklich. Und wenn es dir gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal, euer Rusted Hunter. Peace.